Let's go. Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Es ist früh, es ist verdammt früh, es ist gut so, denn ich habe meine Ruhe. Meine Mädels pennen noch, das ist... Die Hunde sind bewegt, draußen wird es so kalt. Wir haben Sturm gehabt und ich habe eine Woche hinter mir, die ungefähr einer Steißlage gleichkommt. Wir müssen uns also heute um die nächste Runde Notfallvorsorge mal unterhalten. Ich würde sagen, dass wir aus gegebenem Anlasser da eine kleine Serie draus machen. Diese Serie hat ungefähr die Überschrift Notfallvorsorge im Jahre des Herrn 2023. Wo würde ich anfangen, wenn ich absoluter Neuling in dem Thema wäre? Wir legen mal los, weil es gibt da was, was mir letzte Woche widerfahren ist, was auch mir nicht alle Tage vorkommt, worauf man sich aber durchaus im gewissen Maße vorbereiten kann. Und ich war vorbereitet. Und das Ding ist, was mir hilft, kann euch helfen. Bin ich mir relativ sicher. So, Sirs, was war passiert? Ich bin von Montag bis Mittwoch in Frankreich gewesen. Ich weiß nicht, ob und wie ihr es mitgekriegt habt, wie es hier durch die Nachrichten gegangen ist. Ab Mittwochmittag waren 6 große Flughäfen in Frankreich wegen Terrorwarnung dicht. Und man mag von Franzosen halten, was man will, meinetwegen mit Abstand, meinetwegen mit Maske. Jeder so, wie er lustig ist. Wir kommen von Zeit zu Zeit in die Situation, dass wir auch mal reisen müssen. Dass wir uns auch mal ernsthafter tief in die Augen gucken müssen. Und das Ganze geht halt nicht unbedingt nur virtuell wirklich gut. Wir haben jetzt 4 Leute neu im Team. Und von daher war es Zeit, dass wir mal einen Workshop machen und dass wir uns mal ein bisschen tiefer in die Augen gucken. Ein paar Sachen neu verteilen, ein paar Aufgaben neu verteilen und so weiter. Na? Wir sitzen Mittwoch, kurz bevor wir wieder zurück nach Toulouse sind, sitzen wir beim Mittagessen. Ich habe sprichwörtlich die Gabel im Mittelgesicht und in dem Moment haut ein französischer Kollege raus, es gibt da was, was ihr wissen solltet. 6 Flughäfen in Frankreich sind dicht wegen Terrorwarnung. Betroffen ist Toulouse-Blagnac, der Flughafen, auf den wir im Grunde für den Rückflug angewiesen waren. Wir sind dann mit dem Bus wieder zurückgefahren und ich bin im Bus schon beigegangen und bin zur Hochform aufgelaufen, im Grunde. Weil wenn um mich rum alles irgendwie aus irgendwelchen Gründen nervöser wird, habe ich den Stand drauf, dass ich runterfahre und funktioniere. Und wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk. So, und wir sind dann in Toulouse wieder angekommen. Wir sind dann erstmal bei uns ins Büro. Dieses Büro ist schräg gegenüber vom Eingang vom Airport. Knapp 14 Uhr, als wir wieder zurück waren. Um 17 Uhr sollte unser hochehrenwerter Flug gehen und der Flughafen war dicht. Und man muss das so verstehen, dass das nicht ist, als wäre da irgendwie ein Herrn- oder frauenloser Koffer gefunden worden. Und der wird dann irgendwann vom Bombenspezialisten dann irgendwie freundlich zur Seite geführt und medienwirksam gerade in dem Moment gesprengt, wo der Besitzer dazu gerade etwas genervt von der Toilette kommt, sondern ich meine dicht. Also ich meine richtig dicht. Wie gesagt, man mag von den Franzosen halten, was man will, aber was das Thema Terrorwarnung und Terroralarm angeht, sind die wirklich konsequent. Und das finde ich gut und richtig. Und was ich ebenfalls gut und richtig finde, die setzen das Militär im Inneren ein. Dieser Flughafen war nämlich hermetisch abgeriegelt von Polizei und von Militär, was in solchen Situationen der Polizei unterstellt ist. Gerade wenn es um Objektschutz in größerem Aufwand geht. So, ich bin beigegangen, habe mich da in eine relativ geräuscharme Kulisse da irgendwie verpieselt. Hab CNN, hab Al Jazeera UK, hab NTV angehabt, hab die Homepage vom Flughafen aufgehabt. Witzigerweise war auf der französischen Seite vom Airport Toulouse-Blagnac ein Banner relativ knallig, was da ungefähr wiedergab, dass der Flughafen gesperrt ist wegen einer Terrorwarnung. Man sich aber um eine Lösung bemüht. Und du kannst da verschiedene Sprachen selektieren, aber in keiner anderen Sprache war dieses Banner und diese Warnung. Finde ich befremdlich. Anyways.
So, wie gesagt, während der eine oder andere irgendwie schon anfing, nervös, zappelig auf dem Stuhl rumzurutschen, bin ich beigegangen, habe mich um bestimmte örtliche Sitten und Gebräuche gekümmert. Ich habe mich in case of emergency um Hotelzimmer gekümmert für uns. Ich hatte für den Notfall schon Flüge organisiert. Ich hatte für abends für was zu essen, für alle. Denn wie es so schön heißt, kauen beruhigt die Nerven und bewahrt vor Straftaten. Kann man sich auf sowas wirklich vorbereiten? Manch einer mag die jetzt sagen, nee, geht nicht. Doch. Und dieses Doch ist etwas, was aus meiner Praxis herrührt. Und das ist etwas, was ich relativ regelmäßig mache. Denn wenn du in solchen Situationen, beziehungsweise wenn du beruflich angehalten bist zu reisen und auch Flugreisen zu machen, dann hast du die verdammte Pflicht und Schuldigkeit gerade deiner Familie gegenüber, dass du auch einen Plan B hast. Dieses What if, was, wenn der Flug nach Hause nicht fliegt. Das kann doch nicht so schwierig sein, Himmel, Arsch und Sven. Ich bin doch nicht der Einzige mit so einer Falle im Kopf oder vielleicht doch. Wir sind beigegangen und haben uns dann irgendwann um 16 Uhr, kurz vor 16 Uhr, sind wir dann zum Flughafen rüber. Wir hatten zwischenzeitlich schon die Meldung mitgekriegt, um 14:30 Uhr war die Terrorwarnung aufgehoben. Und die haben dann angefangen, das Personal vom Flughafen erst ganz langsam wieder auf den Flughafen zu lassen. Also wie gesagt, der Flughafen war dicht, der war geräumt, da war nichts, da war niemand, außer Militär und Polizei. So, und die haben dieses Personal aber nur unter hochstrengen Sicherheitsauflagen wieder auf dieses Gelände gelassen. Das heißt, das hat alles eine ganze Weile gedauert. Als wir also in diesen Flughafen reinkamen, war dieser Flughafen zwar relativ voll, aber witzigerweise war da mit Leuten voll, die alle auf 9 mm oder auf 5,56 NATO rausgeben konnten. Nämlich von Polizei. So gut 2/3 der Leute, die in diesem Flughafen waren, waren entweder von der Polizei oder aus dem Militär. Stört mich weiter nicht, weil ich bin nicht derjenige, der es verbrochen hat. Bei der Sicherheitskontrolle guckte man mich wie handelsüblich an wie eine abgesicherte Parkuhr, als ich die Taschen leer machte und entsprechendes Kit irgendwie zum Vorschein kam. Daraufhin stand dann der ein oder andere in der Sicherheitskontrolle stramm. Ja, warum haben Sie denn das mit? Ich sage, kennen Sie die aktuelle Situation? Wissen Sie, wie man eine starke Blutung stoppt? Und dann grinst der Typ mich an und sagt, ich bin aus dem Militär, wir singen exakt vom selben Notenblatt. Ich sage, merci pro votre service. Er hat meinen Kram wieder an mich genommen, hat mich umgedreht und bin gegangen. So, also wie geht das mit dieser Vorbereitung für solche Situationen? Und da kommen wir mal so ein bisschen, also wie gesagt, es kommt eigentlich aus dem Mentaltraining, aus dem Profisport. Ja, ich sehe vielleicht nicht aus wie ein Profisportler, ist aber auch eine andere Geschichte und ist eine völlig andere Sache. Man nehme, je nach Geschmack, Tasse Kaffee, was zu trinken, anyways, vielleicht einen Stift, vielleicht einen Zettel, vielleicht auch ein paar mehr davon. Und dann geht man bestimmte Situationen einfach mal Stück für Stück in Gedanken durch. Mit der Fragestellung, what if? Was wenn? Ich bin auf Dienstreise, ich muss auf Dienstreise, ich bin irgendwie in Bad St. Veit weit weg. Bin mit dem Flugzeug hin und ich weiß, ich muss eigentlich auch mit dem Flugzeug wieder zurück, weil so bummelige 1800 Kilometer zu Fuß zurück kann man machen, ist aber nicht witzig. Wissen wir auch alle, kennen wir auch alle. Da gehst du dann halt Stück für Stück mal durch. Du kriegst die Meldung, Flughafen dicht, for whatever reason. Du kriegst die Meldung, dein Flug gecancelt, warum auch immer. Manche Fluglinien bieten dann tatsächlich einen entsprechenden Service an, dass sie dir dann irgendwie behilflich sind bei einer, bei einer Übernachtung, dass sie eine Übernachtungsmöglichkeit für dich irgendwie organisieren oder einen Transport zum Hotel oder beides oder was auch immer. Gibt es viele Möglichkeiten. Tut euch selbst den großen Gefallen und geht mindestens eine davon mal wirklich in Ruhe durch. Wenn ihr tatsächlich irgendwann in eine derartige Situation kommt, wird euer Gehirn Folgendes machen. Halt mein Getränk, das haben wir gleich. Ein weiterer Punkt, der geht noch viel früher los, wenn man mit so einer Situation, wenn man mit so einer Meldung konfrontiert wird, und auch das predigen wir relativ gerne und oft in unseren Präsenzkursen, das ist das Saum-Schema. Saum steht für Stopp, Atmen, Umgebung wahrnehmen, Maßnahmen einleiten. Stopp, ganz einfach, damit ihr nicht in irgendwas reinrennt, wo ihr besser nicht reinrennen solltet. Das gilt für die Erste Hilfe, das gilt für, das könnt ihr auf alles andere übertragen.
Von Zeit zu Zeit macht es Sinn, bevor man in irgendwelche Situationen reinrennt, aufzustoppen oder vielleicht einen Schritt zurück machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in dem Moment, wo ihr einen Schritt von einer Situation zurück macht, wird euer Blickwinkel ein wesentlich breiterer, ein wesentlich weiterer. Und ihr kriegt ein ganz anderes Bild von dem, was gerade vor euch passiert. Ansonsten seid ihr nämlich relativ schnell dabei, dass ihr in einen Tunnelblick verfallt und das bestimmte Dinge um euch herum gar nicht mitkriegt und gerade als Ersthelfer Dinge um euch herum nicht mitkriegt, die euch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gefährlich werden können. Also stopp. Atmen. Die Scharfschützen unter euch werden es kennen. Das ist eine sogenannte On-the-Spot-Meditation. Funktioniert so, dass du bis zu 5 Sekunden einatmest, den Atem bis zu 5 Sekunden anhältst, 5 Sekunden ausatmest, 5 Sekunden den Atem anhältst. Diesen Zyklus machst du 2-3 Mal, dauert nicht lange, rettet Leben, nämlich dein eigenes. Denn jemand, der als Ersthelfer blind in irgendeine Sache reinrennt und als nächstes vom Gefahrgut-LKW erfasst wird, der ist kein Held, sondern ein zweites Opfer und meistens ein relativ totes. Auch das kann man in dieser Situation anwenden. Also du merkst, dass der Puls hochgeht, sieh zu, dass der Puls unten bleibt und genau da bleibt, wo er sein soll. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn du völlig aus dem Häuschen bist, dann wird dieses komische Ding unmittelbar hinter den Augäpfeln nicht richtig durchblutet. Es wird durchblutet, aber sagen wir eher sparsam oder in homöopathischen Dosen. Triffst du dann richtige Entscheidung? Eher nicht. Also atmen. Nicht pressen, atmen. Bitte, danke. Umgebung wahrnehmen. Im Fall von Erster Hilfe gehst du bei, scannst während dieser Atemtechnik deine Einsatzstelle. Wird hier jetzt ein bisschen schwierig. Was ich gemacht habe, ist, dass ich meine Kollegen gescannt habe, was bei denen abgeht. Wisst ihr, was Panik und PowerPoint gemeinsam haben? Beides hat nachweislich noch nicht ein einziges Menschenleben gerettet. Wirklich nicht. Jetzt überlegt mal an euren Erste-Hilfe-Kurs, den letzten, nach Vorgaben der BG oder für einen Führerschein. Womit haben die gearbeitet? Mit PowerPoint? Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Glück. Weil nochmal, nachweislich, es hat noch keine PowerPoint-Präsentation dieser unserer Hemisphäre irgendein Leben gerettet. Deswegen arbeiten wir hier in meinen Kursen auch nicht mit PowerPoint. Das, was euch hier auf dem Hof passiert ist, dass ihr dreckig werdet, dass ihr durchgepustet werdet, dass es vielleicht mal nass wird, aber es werden alle überleben, es werden alle mit einem Grinsen, mit einem Lachen vom Hof gehen. Und es werden alle tatsächlich Wissen mit nach Hause nehmen, dass ich euch im Notfall an meiner Familie schrauben lassen würde. Und das mache ich, weiß Gott, nicht mit jedem. Umgebung wahrnehmen. Was ihr als nächstes macht in der Ersten Hilfe, ist es Maßnahmen einleiten. Da geht es um den Eigenschutz. Im Rahmen der Ersten Hilfe ist das Sicherheitsweste, also diese Warnweste an. Ja, die Warnweste sieht bei dem einen oder anderen scheiße aus, aber ich bin Pragmatiker. Lieber einen Moment scheiße aussehen als ein Leben lang tot. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber das ist etwas, was seit 50 Jahren für mich sehr, sehr gut funktioniert. Maybe für euch auch. So, in unserem Fall hier sah das dann so aus, dass das Maßnahmen einleiten war, Informationen gewinnen und nicht nur an einer Quelle, wo es dann irgendwann wieder mal heißt. In dem Fall Informationsgewinnung, Informationsverarbeitung, was wieder unmittelbar hinter den Augäpfeln zu tun hat. Und das Ding ist, nicht derjenige, der als erstes irgendeine Nachricht rausplärrt, ist der Allwissende, sondern sucht euch 3, 4 einigermaßen vertrauenswürdige Informationsquellen und sucht euch da diese Schnittmenge raus. Und da, wo ihr diese Schnittmenge von diesen 3 Quellen habt, da wird ziemlich genau der Kern der Information liegen und der für euch wirklich entscheidend ist. Nicht der Verkaufsfördernde für die Nachrichtensender, sondern der informative für euch. Nur so unter uns Pastorentöchtern. Ein weiterer Punkt in Richtung Maßnahmen einleiten wäre dann in diesem hochehrenwerten, im hocheloquenten Fall, dass wir beigehen und uns um einen Plan B kümmern. Und auch da wieder der Punkt, gerade wenn ihr solche Reisen macht und machen müsst, habt einen Plan. Habt einen Plan und habt mindestens ein Plan B. Das war also der erste Teil aus dieser Reihe Notfallvorsorge im Jahre 2023. Wie würde ich anfangen? Womit würde ich anfangen, wenn ich kompletter Neuling bin?
Das sind genau diese Dinge gewesen, dass ich mir im Vorfeld über bestimmte Situationen erstmal bewusst werde. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Zombie-Apo- oder B-Pokalypse? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns der Blitz beim Scheißen trifft oder so? Die Wahrscheinlichkeit mit dem Lottoschein, da liegt ihr wahrscheinlich besser. Die Nummer mit dem Stromausfall ist ganz lange nicht vom Tisch und die ist nach wie vor eine echte Gefahr, weil wir halt von diesem Strom abhängig sind wie ein kleines Kind von der Mutterbrust, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist durchaus eine Sache, das ist durchaus eine Gefahr. Muss man sich jetzt irgendwie mit Powerbanks oder mit einem Notstrom oder Aggregat, kommt schon, ey, locker bleiben. Ganz ruhig, ruhig. Wusa. Dieses und viele, viele mehr Themen werden wir in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach mal aufarbeiten. Kennings, passt auf euch auf da draußen. Wir haben Zeiten, die wir so oder die ich so nicht unbedingt habe kommen sehen. Und wir werden das überstehen. Und wir werden aus dieser Nummer rausgehen, gestärkter, als wir jemals reingeschlittert sind. Und das meine ich brutal ernst. Kennings, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.